Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Und heute wieder mit einem besonderen Leckerli. Ich habe einen der berühmtesten Schweizer Ärzte hier bei uns aus der Paramed aus Zug. Ganz herzlich willkommen, lieber Volker Schmiedl. Schön, dass du wieder da bist. Danke ja, herzlich. Lieber Alexander, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich wieder da sein darf. Sehr, also ich bin total dankbar auch, dass du uns da beehrst. Und heute möchte ich gerne ein Thema mit dir besprechen, was mir da zu Ohren gekommen ist. Nämlich, es gibt roten Reis, der anscheinend sehr wirkt. Sei gegen Cholesterin. So, und dieses Thema, habe ich gehört, ist jetzt total am Pranger, es wird in Verruf gebracht. Einerseits ist es wissenschaftlich, andererseits hauen die Wissenschaftler wieder eins drauf. Jetzt möchte ich gerne dich wissen, was sind deine Erfahrungen mit roter Reis? Und ich möchte dir gerne mal das Wort übergeben. Ja, jetzt müssen wir erstmal klären, was der rote Reis überhaupt ist. Mhm. Also es gibt zum Beispiel in der Camargue gibt es einen bestimmten Reis, der hat eine Rotfärbung, ja, weil er eben auf rotem Tonböden wächst. Auch in Südostasien gibt es einen vietnamesischen Bergreis. Das ist damit nicht gemeint. Okay. Sondern der rote Reis ist eigentlich ein weißer Reis. Bei den Chinesen ist ja die rote Farbe eine Glücks- und Erfolgsfarbe. Und vor tausenden von Jahren haben sie schon entdeckt, wenn man den gekochten roten Reis mit einem bestimmten Pilz, dem Monascus purpureus, fermentiert, bildet sich eine so schöne rote Farbe, so ähnlich wie deine Krawatte. So muss man sich das wirklich vorstellen. Tatsächlich so rot. Okay. Und dann serviert man zu besonderen Gelegenheiten eben diesen rot gefärbten Reis. Ja. Soweit ist das als natürlicher Farbstoff in Lebensmitteln seit Jahrtausenden bekannt. Ja. Jetzt haben vor einigen Jahren Wissenschaftler entdeckt, dass in diesem roten Reis eine Substanz drin ist, die ein Statin ist. Und zwar chemisch absolut identisch mit dem Stoff aus der Industrie, dem sogenannten Lovastatin, mit dem also seit einigen Jahrzehnten die Cholesterinwerte gesenkt werden. Wussten das diejenigen, die das entwickelt hatten? Nein, die wussten das wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich Zufall. Tatsächlich. Und dann hat man das entdeckt und dann hat man geschaut, oh, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, damit dann auch die Cholesterinwerte zu senken. Und man hat dann Studien durchgeführt und siehe da, die Wirkung auf das Cholesterin ist exakt dieselbe. Kein Unterschied zu den normalen Statinen. Aber dann hat man doch einen Unterschied entdeckt, und zwar viel weniger Nebenwirkungen. Ganz seltsam, ganz komisch, hätte man gar nicht mit gerechnet. Und ich bin erst so vor 5, 6, 7 Jahren drauf gestoßen. Und ich musste gestehen, ich konnte es auch kaum glauben. Weil man lernt ja im Studium, alles, was Wirkung hat, muss auch Nebenwirkungen haben. Und je mehr Wirkung es hat, desto mehr Nebenwirkungen muss es auch haben. Dass jetzt eine Substanz da sein soll, die dieselben Wirkungen wie ein chemisches Mittel haben soll, aber keine Nebenwirkung, ist schlichtweg nicht zu glauben. Und meine ersten Erlebnisse waren eben dergestalt, dass eine Patientin zu mir kam und sie sagte, ja, ich muss die Statine nehmen. Ich habe Stents am Herzen bekommen und ich brauche das Statin, um die zu schützen. Und ich sehe es ja auch ein und ich will die ja auch nehmen. Sie war ja gar nicht abgeneigt, aber sie sagte, ich habe solche Schmerzen in den Beinen, in den Muskeln. Ich kann das nicht mehr nehmen. Gibt es denn nicht eine Alternative? Und da war ich wirklich sehr vorsichtig. Ich habe den Ball wirklich ganz flach gehalten. Ich habe gesagt, ja, angeblich, der rote Reis soll genauso gut wirken. Der soll angeblich besser verträglich sein. Also ich habe ganz bestimmt nicht mit meinem Charisma und mit einem Guru-Gebaren irgendwelche Placebo-Effekte erzeugt, eher das Gegenteil. Mhm. Und habe gesagt, wir können es ja mal probieren. Und sie hat es probiert und nach 4 Wochen haben wir die Werte gemessen und die Cholesterinwerte waren ebenso wie unter dem richtigen Statin, die waren völlig unverändert, aber die Patientin sagte, nach 2 Wochen waren die Muskelschmerzen komplett weg. Das hat mich schon mal sehr erstaunt. Und mittlerweile biete ich allen Leuten, bei denen eine Statin-Indikation besteht, und es sind gar nicht so viele, wie man denkt, die meisten können eigentlich darauf verzichten, aber die, wo wirklich eine Indikation besteht, biete ich ihnen an, dass sie den roten Reis als Alternative nehmen können. Vorteil, nach meiner Erfahrung und auch nach Erfahrung in mehreren Studien, wirklich viel weniger Nebenwirkungen. Nachteil, sie müssen selber bezahlen, das bezahlt die Kasse natürlich nicht. Mhm. Aber viele sind bereit, das dann trotzdem so zu tun. Jetzt, wo kriege ich denn so einen roten Reis? Ich meine, ich kenne nur denjenigen, der den Farbstoff hat, aber es ist nicht das und auch nicht so leuchtend rot, ja, wie meine Krawatte. Wie kriegt man das? Muss man da googeln oder? Also man kann sie nicht selber herstellen, also man kann sich nicht selber seinen roten Reis da mit den Pilzen herstellen, sondern es gibt eben Präparate, wo der Extrakt daraus gewonnen wurde. Mhm. In der Schweiz ist es nicht zugelassen, es gibt im Appenzell, da gibt es eine Zulassung dafür, da kann man das besorgen. Österreich hat vor einigen Jahren die Zulassung schon verloren, die hatten da ein sehr gutes Präparat, das ist mittlerweile vom Markt,
Aber in Italien, Deutschland kriegt man immer noch Präparate mit rotem Reis. Mhm. Muss man dann wirklich ein bisschen googeln, muss es dann bestellen auch. Heißt der auch konkret roter Reis oder hat er ihnen... Nein, das hat einen eigenen Namen natürlich. Die haben den Namen gegeben. Man muss dann schauen, dass die Substanz Monacolin drin ist. Monacolin ist quasi dasselbe wie das Lovastatin. Das ist der Name in dem Pilz, welches dieses Lovastatin umschreibt. Monacolin, K heißt das. Okay, gut. Also unglaublich wichtig eigentlich, dieser rote Reis. Ist es aber jetzt der rote Reis durch die Fermentation oder würde der Pilz alleine auch schon reichen? Nein, im Zusammenhang mit der Fermentation entsteht das. Monacolin. Man sollte eben, es gibt einige Präparate, die in Deutschland noch frei zugelassen sind und ich befürchte halt, in einigen Jahren wird das auch nicht mehr der Fall sein. Im Moment sind Präparate bis zu 3 Milligramm zugelassen. Das ist aber eigentlich zu wenig. Wenn ich wirklich eine Cholesterinsenkung haben möchte, sollte ich schon an 9, an 10 Milligramm drangehen. Also ich gebe meinen Patienten in der Regel 10 Milligramm und habe damit gute Erfolge erzielt. 10 Milligramm von was? 10 Milligramm von diesem Monacolin. Aber das ist ja im Reis drin. Das ist in der Kapsel dann drin. Mhm. Also man muss schauen, dass man eine Kapsel bekommt, wo 600 Milligramm von dem roten Reisextrakt drin das sind, ist. Ach, also das ist nicht ein Reis zum Mittagessen. Nein, genau. Ich dachte mir, da habe ich mein Würstchen, hier habe ich meinen roten Reis. Nee. Ach, das sind eine Kapsel. Das sind wirklich Kapseln, wo das standardisiert ist auf diese Menge. Okay. Und entweder 600 Milligramm roter Reisextrakt oder noch genauer 10 Milligramm Monacolin K, das wäre dann die richtige Dosis dafür. Okay, also entweder im Appenzell oder mal bei Amazon reinschauen, dann findet man das ganz bestimmt, oder? Ja. Und kannst du es jetzt einfach schon empfehlen, ein Zuschauer, der jetzt wirklich Statine nimmt, zu sagen, ich switche jetzt um, soll er das mit ärztlicher Begleitung machen, mit Kontrollmessungen oder... Wie würdest du das empfehlen? Auf jeden Fall Kontrollmessung. Ja. Weil ich kann nicht für alle Präparate die Hand ins Feuer legen und kann sagen, ja, das ist jetzt genauso gut, da gibt es bestimmt auch einige Unterschiede. Wenn man nach 4 bis 6 Wochen, also da hat man dann so ein Steady State beim Cholesterin erreicht, nach 4 bis 6 Wochen kann man die Werte messen und wenn die dann gleich weit unten sind wie nur dem Statin, weiß man, dass man eine Wirkungsgleichheit erzielt hat. Messen das die Patienten, die das nutzen, immer selber oder gehen sie regelmäßig zum Arzt, um das messen zu lassen? Optimalerweise gehen die natürlich dann zum Arzt. Gut. Ich muss so ein bisschen warnen, die meisten Ärzte werden natürlich Vorbehalte haben gegenüber dem roten Reis. Erstmal, weil man sich's kaum vorstellen kann, dass es genauso gut wirken soll. Die Bedenken hatte ich ja vor ein paar Jahren ganz genauso gehabt. Und eben dann mit der Aussage, ja, aber wenn es genauso gut wirkt, dann muss es doch auch dieselben Nebenwirkungen haben. Und da gibt's jetzt eben auch eine neue Studie. Ah, da möchte ich gleich darauf zurückkommen, aber nochmals, ich möchte da nochmals Klarheit schaffen. Ja. Wenn ein Zuschauer sagt, ich möchte auch gern weg von diesen Medikationen und möchte das gern versuchen, dann soll er zum Arzt gehen und sagen, ich will das versuchen und der Arzt soll ihn bitte begleiten durch diesen Weg hindurch. Ist das deine konkrete Empfehlung? Das wäre schön, wenn die beiden Hand in Hand arbeiten könnten. Kannst der Arzt ablehnen, oder was? Ich befürchte nur, dass der Arzt sich in vielen Fällen widerstreben wird. Dass er sagt, nee, das ist doch kein richtiges Medikament und warum wollen Sie das denn nehmen? Und das haben Sie doch bisher gut vertragen und das bezahlt die Kasse doch. Mhm. Also ich warne einfach den Patienten, dass er da Schwierigkeiten bekommen kann. Mhm. Wenn er es unbedingt durchziehen will, kann der Arzt ihn nicht davon abhalten. Das ist natürlich seine Entscheidung. Ja. Und wenn der Arzt sich dann weigert, die Werte zu messen, kann man zum Labor gehen auch. In vielen größeren Städten gibt es Labore, da kann man hingehen und sagen, hier, bitte messt mir die Werte. Die Labore werden das natürlich nicht ablehnen. Mhm. Und dann kann man die Werte einfach vergleichen. Also die Selbstverantwortung, übernehmen und den Weg gehen, oder? Ich würde aber immer noch raten, noch was anderes dazu zu messen. Die Hauptnebenwirkungen der Statine sind Beeinträchtigung des Muskels und Beeinträchtigung der Leber. Ja. Das heißt, bei jeder Neueinstellung auf Statine sollte man eigentlich ohnehin die Leberwerte und die Muskelwerte neben den Cholesterinwerten nach 4 bis 6 Wochen auch messen. Wird leider nur in den seltensten Fällen gemacht. Ich würde das immer empfehlen. Und wenn ich dann da umstelle auf ein natürliches Statin, würde ich sicherheitshalber das genauso messen wollen. Weil dann ist man auf einer sicheren Seite und kann sagen, bitteschön, ich habe es hier bewiesen, es geht nicht auf den Muskel, es geht bei mir nicht auf die Leber. Und das hast du ja schon gemacht bei deinen Fällen. Ja. Und da sind die Werte auch wieder raufgegangen, der Bereich Muskulatur und der Leber. Nein, wenn die Werte raufgehen,
dann ist es ja schlecht. Ah, umgekehrt, demzufolge. Ja, also okay. Normale Werte sind niedrige Muskel- und Leberwerte. Das wären die guten Werte. Okay, gut. Jetzt ist aber der rote Reis, wie du gesagt hast, ein bisschen an den Pranger gekommen, weil da eine Studie veröffentlicht wurde, wo ich gerne ein paar Hintergründe hören möchte von dir, inwiefern diese Studie ernst zu nehmen ist. Genau, da hat mich ein User meines Newsletters darauf aufmerksam gemacht und hat mir gesagt, bitte guck dir die Studie doch mal an. Du erzählst in deinem Newsletter und in deinem Cholesterinbuch, erzählst du, wie harmlos der rote Reis ist. Und jetzt haben die herausgefunden, nein, der macht auch Nebenwirkungen. Und der macht dieselben Nebenwirkungen wie die Statine. Und ja, da habe ich mir die Studie erstmal besorgt und habe es mir genau durchgelesen. Und da hat man also in einem italienischen Surveillance-System, also ein quasi Medikamentenüberwachungssystem, wo also Nebenwirkungen von Medikamenten dokumentiert werden behördlich, hat man also einfach mal geguckt, wie viele Nebenwirkungen gab es mit dem roten Reis und was sind das für Nebenwirkungen. Und da hat man festgestellt, 52 Berichte mit insgesamt 55 Nebenwirkungen hat man da gesammelt. Und da hat man gesehen, da waren dann, ich glaube, so um die 10 bis 20 Nebenwirkungen, die die Muskeln betreffen, also entweder Muskelschmerzen oder Erhöhung der Muskelwerte, etwa genauso viel Erhöhung der Leberwerte, auch einige Hautreaktionen und einige ganz seltene andere Nebenwirkungen. Aber 52 allein als Zahl ist völlig nichtssagend. Von wie viel dann? Genau, das ist der entscheidende Punkt. Das habe ich mich auch gewundert. Diese absolute Zahl sagt ja überhaupt gar nichts aus. Wenn das jetzt 1000 Patienten gewesen wären, würde es bedeuten 5% Nebenwirkung. Was das ja schon gut wäre. Das wäre schon erheblich. Übrigens ist das genau die Zahl, die wir bei den richtigen Statinen beobachten. 5%? 5%, mehr als 5% aller Patienten mit Statinen kriegen diese Nebenwirkung. Über 5%. Mhm. Und das ist natürlich wichtig. Wie viele Leute haben das denn genommen? Waren das 1000? Waren das 10.000? Waren das 1 Million? Das haben die Wissenschaftler nicht berichtet. Ach, komisch. Und man kann es auch nicht sich irgendwie erarbeiten, wie viel das gewesen sein könnten. So ein ganz klein bisschen schon. Weil wenn man sich das genau durchliest, dann beschreiben die haben alle Nebenwirkungen gesammelt, die es in ganz Italien gab, im Zeitraum von 2002 bis 2015. 13 Jahre, 13 ganz Jahre Deutschland. Gesamtitalien. Da würde man natürlich mal spekulieren, dass das weit mehr als 1000 Menschen in dieser Zeit genommen haben. Mhm. Gut, vielleicht sind auch nicht alle Nebenwirkungen berichtet worden, das gibt's auch, aber ich erwarte mal, dass es wirklich viel, viel mehr waren. Und korrekt wäre es natürlich, wenn man sagen würde, okay, wir haben jetzt 100.000 Menschen, die haben die natürlichen Statine genommen, wir haben 100.000 Menschen, die haben die synthetischen Statine genommen, wer hat denn wie viel Nebenwirkungen? Und nach meiner Erfahrung und nach meiner Erwartung gehe ich davon aus, dass wir um den natürlichen viel, viel weniger haben. Weil es gibt tatsächlich Studien, wo man bei dem roten Reis das mit Placebo verglichen hat und die Nebenwirkungsrate war da nicht höher als bei Placebo. Exakt gleich hoch. Und ja, einige Fälle gibt es halt, aber wir können davon ausgehen, dass es quantitativ viel besser verträglich ist. Mhm. Aber wir können sich beweisen, das ist Spekulation. Mhm. Und diese Untersuchung, diese Surveillance-Untersuchung, die hilft uns wissenschaftlich überhaupt nicht weiter. Und Das ist eine Farce. Genau, es ist ein Skandal. Also die Wissenschaftler muss man eigentlich mit Gänsefüßchen nennen, weil die haben in dem Fall wirklich nicht wissenschaftlich gearbeitet, weil sie nur die absolute Häufigkeit angegeben haben, aber nicht zur relativen Häufigkeit gesagt haben. Und das ist der entscheidende Fakt. Ja, peinlicher Fehler oder irgendeine Absicht dahinter. Das lassen wir mal so stehen. Das wollen wir jetzt gar nicht beurteilen. Wir wollen jetzt keine Verschwörungstheorien da auf den Markt bringen. Das können wir einfach nicht sagen. Wie sieht es eigentlich aus? Was sagt denn eigentlich die öffentlichen Ämter, der Staat zu diesem roten Reis? Also zumindest in Deutschland weiß ich das. Und in der Schweiz ist es ja sowieso nicht zugelassen. Aber in Deutschland gibt es halt eben die zugelassenen, oder ich sag mal, die nicht verbotenen, die erlaubten, die tolerierten Mengen, weil das zählt eben als Nahrungsergänzungsmittel und nicht als Medikament. Und da darf es halt in der Menge bis 3 Milligramm darf es zugeführt werden. Und die Ämter scharren aber schon mit den Hufen und sagen, ja, das ist so wirksam und wir müssen es doch eigentlich als Medikament zulassen. Also die sagen gar nicht, dass es schlecht ist. Die sagen, nein, das wirkt so prima, das wirkt wie ein Medikament, also muss es eine Zulassung beantragen, weil es könnte dann ja auch dieselben Nebenwirkungen haben. Das Problem ist halt, damit wird dieses Mittel tot gelobt sozusagen.
Denn keine der Firmen, die das Mittel herstellt oder vertreibt, hat die Gelder, um ein solches Zulassungsverfahren zu stemmen. Und die Firmen, die die Möglichkeiten hätten finanziell, die werden einen Teufel tun, die werden das natürlich nicht tun, ein nicht patentierbares Arzneimittel auf den Markt bringen zu wollen, mit dem man eine viel geringere Profitmarge hat. Das werden die nicht machen. Also ich befürchte, über kurz oder lang wird es auch in Deutschland und in vielen anderen Ländern einfach vom Markt genommen werden. Absolut traurig. Ja. Also ich meine, es ist immer noch schön, wir Schweizer dürfen eigentlich alles im Internet auch bestellen. Es wird uns auch zugestellt in der Schweiz, aber irgendwann müssen wir halt das nicht mehr in Deutschland oder Appenzell kaufen, sondern irgendwo auf der Welt und wissen dann wieder nicht genau, kriegen wir das, was da draufsteht und haben nicht die Gewähr, dass sie eigentlich auch wieder schaut. Dann schlucken wir etwas, was vielleicht gar nicht das drin ist, was wir gerne hätten. Ja. Also das ist dann auch wieder die traurige Geschichte. Du hast das in deinem Buch über Cholesterin, ich kenne ja das Buch, ist dieser Abschnitt über roten Reis auch drin? Ja, also das Buch ist im Dezember in der neuen, völlig überarbeiteten Auflage herausgekommen, Dezember 2019. Mhm. Und da hatte ich das schon auch so drin. Diese Studie kannte ich damals noch nicht, die habe ich nicht drin. Aber über die Wirkungen, Cholesterinsenkung und auch die Wirksamkeit, das muss man noch dazu sagen. Denn es nützt ja nichts, wenn ich nur Cholesterin senke, aber vermindere keine Herzinfarkte. Also es muss auch die Wirksamkeit beurteilt werden. Und auch dazu gibt es mittlerweile Studien, die also belegen, wir haben nicht nur eine Surrogatwirkung, also eine Laborkosmetik im Sinne einer Cholesterinsenkung, sondern es konnte nachgewiesen werden, Menschen, die eine Herzinfarktgefahr haben, weil sie schon eine KHK aufweisen, haben 30-40% weniger Herzinfarkte und 30-40% weniger Todesfälle, wenn sie ein solches Mittel 5 Jahre einnehmen. Das sind Zahlen, die denen der richtigen Statine überhaupt nicht nachstehen. Das ist mittlerweile bewiesen worden. Ich glaube nicht, dass ich jetzt alles verstanden habe, aber heißt das, wenn jemand Statine nimmt, hat er ein erhöhtes Herzinfarktrisiko? Nein. Also wenn jemand Statine nimmt, dann nimmt er das ja, damit er ein geringeres Herzinfarktrisiko hat. Die Durchblutung wieder besser funktioniert, oder? Na, es hat mit der Durchblutung gar nichts zu tun. Es hat vermutlich noch nicht mal sehr viel mit der cholesterinsenkenden Wirkung zu tun, sondern wir wissen, die Statine wirken, weil sie eine antioxidative Wirkung haben. Also Fett wird nicht so schnell ranzig im Blut, lagert sich deswegen nicht so schnell ab. Mhm. Es hat eine Thrombozytenaggregationshemmende Wirkung, also eine aspirinartige Wirkung. Wir haben weniger Gerinnselbildung. Ja. Und es hat eine antientzündliche Wirkung. Und wenn Plaques schon vorhanden sind, dann sind die etwas stabiler. Das heißt, es können sich darauf auch nicht so leicht gerinselt draufsetzen. Mhm. Das sind vermutlich die Hauptwirkungen der Statine und gar nicht mal die Cholesterinsenkung. Das ist eigentlich nur eine Nebenwirkung. Wir werden quasi mit den Cholesterinwerten werden wir so bei der Stange gehalten. Wir müssen das messen, wir müssen das niedrig halten. Eigentlich geht es nur darum, irgendein Statin zu nehmen, um die anderen Wirkungen zu haben. Und das trifft eben für die normalen Statine genauso wie für die natürlichen Statine zu. Ich wusste das gar nicht. Also eigentlich sind die ganzen Statine haben ganz andere Wirkung als eigentlich primär das, was uns gesagt wird, den Cholesterin zu senken. Ja. Und das ist ja gar nicht die große Gefahr, sondern eigentlich machen die das. Genau, aber das kann man nicht messen. Darum misst man eben das Cholesterin, damit die Leute bei der Stange bleiben. Aber wenn von 100 Leuten, die das nehmen, wie viel nehmen dann das? Vermutlich zu unnötig. Also völlig unnötigerweise. Hast du da eine Schätzung, nur deine persönliche Meinung? Nein, da muss man sehr stark differenzieren, um was es geht. Wir müssen bei der Cholesterinsenkung oder auch bei der Behandlung mit Statinen immer unterscheiden zwischen der primären und der sekundären Prävention. Was heißt das? Wenn ich schon einen Infarkt hatte, einen Schlaganfall, ich habe eine Bypass-Operation, ich habe einen Stent in den Gefäßen, dann handle ich so um meine sekundäre Prävention. Das heißt, die Krankheit ist schon da. Und ich möchte vermeiden, dass sie quasi wieder auftritt. Ja. In diesen Fällen, das sind ja alles Hochrisikopatienten, hat sich die Statintherapie als tatsächlich nutzvoll bewährt. Mhm. In der primären Prävention, das heißt, jemand ist noch gesund, gefäßgesund, er hat noch nichts an den Gefäßen, er hat halt nur Risikofaktoren.
hohen Blutdruck oder hohes Cholesterin oder Zucker oder so, aber er ist noch nicht betroffen, was die Gefäße angeht, schaut das ganz anders aus. Mhm. Wir wissen aus Statistiken, dass der Nutzen der primären Prävention mit der medikamentösen Cholesterinsenkung marginal ist. Das heißt, wirklich nur solche Menschen profitieren tatsächlich, haben einen größeren Nutzen als ein Risiko, die wirklich ein sehr hohes Risiko haben. Also die nicht nur hohes Cholesterin haben, die auch noch rauchen und noch Diabetiker sind. Ja, mhm. Die werden vermutlich davon profitieren. Mhm. Wenn ich nur ein hohes Cholesterin habe von 7,5 und ein schlechtes HDL-LDL-Verhältnis, aber alle anderen Risikofaktoren weise ich nicht auf, dann macht es keinen Sinn, eine Statintherapie zu beginnen. Lernt man das so in der Schulmedizin? Nein, das lernt man nicht. Wenn man genau hinguckt, steht das so in den Leitlinien. Aha. Die Leitlinien der Kardiologie sind gar nicht dumm. Da steht nämlich drin, wir wollen gar nicht das Cholesterin behandeln, wir wollen das Gesamtrisiko behandeln. Und die Leitlinien besagen, wenn das Risiko in den nächsten 10 Jahren einen Herzinfarkt zu kriegen über 10 oder über 20% liegt, dann sollten wir behandeln. Über 10% sollte behandelt werden, über 20% muss behandelt werden. Aber wir wollen gar nicht das Cholesterin allein behandeln. Wenn das Risiko eben so hoch ist, dann wollen wir das Cholesterin behandeln mit den Statinen, weil das eben sehr einfach geht. Und es gibt eben Cholesterinrechner, Risikorechner, kann man auch im Internet nachlesen. In meinem Buch habe ich auch Links zu diesen Risikorechnern. Da kann jeder seine Zahlen eingeben. Wie hoch ist das Cholesterin? Welches Geschlecht habe ich? Wie alt bin ich? Habe ich noch hohen Blutdruck? Diabetiker? Habe ich Herzinfarkt in der Familie? Und dann wird ein Gesamtrisiko errechnet. Und wenn das über 10% liegt, dann sollte man sich eine Therapie überlegen. Mhm. Ich kann natürlich auch die anderen Faktoren versuchen zu beeinflussen. Mhm. Und wenn es über 20% liegt, dann ist es schon sehr angesagt, das behandeln zu sollen. Mhm. Aber ich gehe ganz häufig heraus und ich nehme mir die Zeit, das dauert 2 bis 3 Minuten, länger dauert das nicht, dann habe ich das Risiko berechnet. Und in den allermeisten Fällen, also selbst wenn die Cholesterinwerte recht hoch sind und man denkt, oh, der müsste jetzt auch wirklich behandelt werden, liegt das Risiko teilweise bei 3, bei 5, bei 7%. Mhm. Und dann bin ich auf der sicheren Seite. Ich drücke das meinen Patienten dann immer aus auch und gebe das denen mit und sage, bitte gehen Sie damit zu Ihrem Kardiologen und zeigen Sie ihm das und sagen Sie, bitte, das haben Kardiologen, das haben Lipidforscher, das haben Experten in dem Gebiet, die haben solche Rechner entwickelt. Und ich habe mein Risiko und nach der Lehrmeinung, nach den offiziellen Leitlinien, muss ich nicht behandelt werden und bitte, ich möchte auch nicht behandelt werden. Und dann erkennen die Kardiologen das auch an, aber vorher die meisten. Es gibt vielleicht auch einige, die das anders sehen, aber ich habe es bisher immer nur so gesehen, dass ein bestimmter Grenzwert genommen wird und wenn der überschritten wird, dann muss ein Statin gegeben werden. Ich sage immer, wer einen erhöhten Wert hat und ist bei 3 nicht auf den Bäumen, der hat ein Statin auf seinem Rezeptblock. Das muss in den meisten Fällen nicht so sein. Und zwar nicht, weil ich jetzt so ein esoterischer Naturkundler bin, sondern weil ich mich an die offiziellen kardiologischen Leitlinien halte. Ich habe noch 2 ganz kurze Fragen, bitte. Und zwar, sind jetzt die meisten Leute, die jetzt diese Cholesterinsenkerprodukte nehmen, in der Kategorie primär oder in der Kategorie sekundär? Schon primär wahrscheinlich. Die meisten sind primär, weil es gibt natürlich viel mehr, die noch keinen Herzinfarkt hatten, als die einen hatten und trotzdem hohe Cholesterinwerte haben. Und wenn wir jetzt vom roten Reis reden, reden wir beim roten Reis auf die Primärgruppe oder auch schon hin und wieder in ärztlicher Begleitung bei der Sekundärgruppe? Ja, wie gesagt, meine erste Patientin, das war ja jemand, sekundäre. Die hatte einen Stent, das war sekundäre Prävention. Und dort hat es geklappt. Und dann sollte man eben schon eine Statintherapie machen. Und ich prüfe natürlich immer erst auch bei meinen Patienten, ob überhaupt eine Indikation besteht. Also wenn jemand in der primären Prävention kommt und hat einen hohen Wert, aber hat sonst keine Risikofaktoren und er muss nach den Leitlinien nichts nehmen, dann empfehle ich Ihnen weder ein künstliches Statin noch den roten Reis. Dann sage ich, du brauchst einfach gar nichts zu tun. Lass die Finger davon. Wir müssen gar nichts tun. Wow. Lieber Volker, es ist einfach eine Freude, mit dir zu reden. Ganz herzlichen Dank für diese ganz wertvolle Sendung. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin richtig dankbar, einen Volker Schmiedl hier in der Sendung zu haben und Ihnen so viel wertvolle Informationen als eine weitere Sichtweise anbieten zu dürfen. Und ich freue mich darüber, wenn Sie die Sendung auch weiter verbreiten zu den Menschen, die ganz offen sind für dieses Thema und mit Dankbarkeit auch diese Sendung aufnehmen und vielleicht einen anderen Weg für ihre Gesundheit einschlagen möchten. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen, alles Gute und auf Wiedersehen miteinander.